gehabt, den Crimson Lotus, ganz neu gegründet und stellt euch da erstmal ganz kurz vor. Ich bin der Fabian. Ich bin Janika. Ich bin der Flo. Ich bin der Meng. Ich bin der Sebri. Genau, beheimatet in Mainz, beim guten alten Wirt. Und ja, erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es dazu? Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wie es dazu kam? Wir drei, wir sind die, also schon die Stammspieler aus dem Laden, das Urgestein, das Dolmetscher. Und ja, wir haben gedacht, wir wollen ein Team gründen. Und dann lief das so ein bisschen erstmal nebenbei. Und dann haben wir die beiden auf einem Turnier in Dreieich getroffen. Und das hat sofort gefunkt menschlich. Und dann haben wir uns gedacht, das passt jetzt, jetzt ist ein guter Augenblick. Und das haben wir dann einfach mit dem Wirt gesprochen. Und dann haben wir dann da eben unser Team gegründet. Genau, und wirklich taufrisch, ne? Das ist heute das erste Mal, dass er so auflauft mit diesen Teamshirts, genau. Die sind gestern erst fertig wurden. Just-in-Time-Production. Genau, und welche von euch haben jetzt schon vorher Sammelkartenspiele gespielt? Ich habe Yu-Gi-Oh! Fall gespielt und da bin ich halt gewechselt zu Force of Will, das mir mehr Spaß macht. Mhm. Genau, wir beide haben auch vorher Yu-Gi-Oh! Gespielt und dann haben wir auch Force of Will entdeckt. Haben ein bisschen mal ausprobiert, hat uns auch auf Anhieb gefallen und dann spielen wir da hauptsächlich noch vor so viel. Ja. Team Captain, du bist quasi ein Sammelkartenfrischling gewesen. Ja, genau. Also für mich, ich bin einfach in den Laden gegangen, habe gesagt, ja, jetzt neben der Uni brauche ich ein Hobby, was mir Spaß macht. Von daher wollte ich Karten spielen und dann war Frostfall sehr frisch. Da habe ich mir gedacht, ich gebe dem Spiel eine Chance und ich bin hell auf begeistert gewesen vom ersten Tag und ja, jetzt bin ich hier. Ja, ich wollte eigentlich, bin ich in den Wirt gegangen, um Pokémon zu spielen, aber da das leider in Europa halt eben nicht mehr so vertreten ist, haben mich meine Kumpels auf Forsterville gebracht und habe dann auch einfach angefangen, habe ein Turnier mitgespielt und fand super und bin jetzt schon seit über einem Jahr dabei. Mhm. Warum eigentlich Crimson Lotus? Also die Farbe ist schon mal mega schick, aber kann ich nicht wiedergeben. Ja, cool. Also was bedeutet das? Crimson Lotus, als wir da rumgesessen haben und uns einen Teamnamen überlegt haben, hatten wir an dem Tag Lumia gespielt. Mhm. Und Lumia, die Purpur-Lotus-Heilige, ist ja, also das Purpur ist ja übersetzt Crimson. Ja, und Lotus, okay. Lotus. Von daher haben wir gedacht, das könnte eigentlich ganz gut passen und das hat dann allen sofort gefallen. Von daher sind wir jetzt Team Crimson Lotus. Kann man machen. Und ja, jetzt ist ja der erste Tag zu Ende. Wir haben, wie viel waren es? 8 Runden? Nee, 6. 6 waren es so, genau. Morgen sind wir das bei 8 gespielt. Und wie sind so die Standings? Wer ist am erfolgreichsten? Du bist, glaube ich, am erfolgreichsten. Ich stehe gerade 5-1. Vierter Platz oder so? Ja. Genau. Das ist ja schon mal sehr ordentlich. Wer kommt dann? Dann kommt ich. Ja, ich habe 4-2 und bin noch Platz 26. Auch ein super Moment. Ja. Und für den Rest. Wird es dann eher schon schwierig? Ja, eigentlich nicht. Also sie steht 3-1-1. Wins und 3 Unentschieden. Das geht 32. Auch noch. Das geht ja auch noch. Und das auch noch zu schaffen? Ich stehe auf 4-2 jetzt. Okay. Also noch eigentlich ganz gute Aussichten für einige von euch für die Klops morgen. Mhm. Müssen halt noch die 2 Runden gewinnen. Ja, das wird schon. Also vielleicht schon noch eine Niederlage leisten, schauen wir mal, aber safe is safe. Ja. Alles klar. Ja, schön. Finde ich toll, dass ihr hier seid und euch so zusammengefunden habt und hoffentlich dann auch in Wien dabei seid. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Super. Alles ist gebucht. Na dann, wünsche ich euch morgen auch noch viel Erfolg. Ja, danke. Glück zum Lotus.